Du, ich habe eine schlechte Nachricht, und zwar der Schilling hat abgesagt. Also der ist nicht bereit, mit euch und mit den Kindern zu sprechen. Der hat mir dazu gerade eine E-Mail geschickt. Ich kann dir die mal vorlesen, wenn du magst. Bitte. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich einem gemeinsamen Treffen mit Ihnen und Lisa Herzing und meinen Kindern nicht zustimmen kann. Ja, kurz und knapp, ne? Wahnsinn. Ist schon heftig. Okay, alles klar. Du, ich melde mich später bei dir, ja? Okay. Ja, alles danke. Klar. Danke. Danke. So, es bleibt uns nichts anderes übrig. Was machen wir denn jetzt? Als einen Antrag auf Umgangsrecht zu stellen. Ansonsten kommen Sie nie dazu. Ja. Na, wenn der sich ständig querstellt. Wobei mir sich nicht erschließt, warum er das tut. Lass mich! Lass mich! Hallo! Lisa! Oh, schön, euch zu sehen. Sina, was ist denn los? Hm? Hallo. Hallo. Das ich bin der Anwalt von der Mama. Der Herr Lenzen, genau. Mutter. Sie ist daran schuld, wenn Mann und ich getrennt werden. Sie soll mich in Ruhe lassen. Lass mich in Ruhe! Hey, warum streitet ihr denn? Du, komm mal, Sina, komm mal her. Sag mir mal, warum glaubst du das denn? Sag mal, wie kommt sie darauf? Karin hat dir wahrscheinlich irgendwas gedroht. Was heißt gedroht? Ist sie gedroht worden? Sie ist auf jeden Fall so anhänglich. Komm mal her. Und jetzt erzähl mir mal. Was ist? Hast du irgendwas gehört, was Karin gesagt hat? Ich habe sie gesehen, als sie sie umarmt hat und hat gesagt, es wird alles wieder gut, wenn du an meiner Seite bleibst. Und dann hat sie noch irgendwas gesagt mit versprochen. Was versprochen? Hat sie dir was versprochen? Hast du ihr was versprochen? Was hat sie dir versprochen? Hat sie dir Angst gemacht? Womit denn? Dass Mann und ich getrennt werden. Wie, dass ihr getrennt werdet? Das hat sie gesagt. Ich sage euch jetzt mal eines. Niemand darf euch drohen, dass ihr getrennt werdet. Ja? Das geht nicht. Und ich verspreche euch, dass ihr zwei zusammenbleibt. Ihr seid eine Familie und ihr hört zusammen. Und dafür werde ich sorgen. Das verspreche ich dir. Ja? Ich bringe euch jetzt nach Hause. Nein, wir laufen. Warum lauft ihr? Weil es nicht weit weg ist. Wir wohnen dort hinten. Tschüss. Aber geht wirklich nach Hause, ja? Heieieiei. Mensch, die tun mir richtig leid. Mir auch. Ich habe solche Angst, dass ich die beiden nie wiedersehe. Diese Angst will Ingo Lenzen seiner Mandantin nehmen. Doch schon am nächsten Tag hat Sarah Grüner etwas über Thomas Schillings neue Lebensgefährtin in Erfahrung gebracht, das für die Ziehmutter einen Albtraum bedeutet. Ja. Keine guten Neuigkeiten. Nein? Ich habe von meiner Kollegin, der Frau Grüner, erfahren, dass Karin wohl vorhat, nach Stuttgart umzuziehen. Zumindest bereitet sie alles dazu vor. Und meine Vermutung ist, dass sie das absichtlich macht. So, und wenn das aber stimmt, dann werde ich das in den Schriftsatz zum Amtsgericht packen. Und da bin ich mal sehr gespannt, was ein Richter von dem Amtsgericht dazu... Lisa, wo sind Manu und Sina? Haben Sie die Mädchen gesehen? Wo sollen die denn sein? Die sind nicht mehr da. Was? Ist doch nicht. Lisa, sie sind doch sonst immer bei dir. Nein, sie sind aber nicht bei mir. Ja, wir dachten, sie sind jetzt wieder zu dir geflaufen. Nein. Ja, aber da muss aber doch irgendwas vorgefallen sein, sonst gehen die Kinder ja nicht weg. Also, ich war ganz normal zu Hause heute Mittag, ja? Da war alles noch in Ordnung. Da waren die beiden zu Hause und dann muss ich zur Arbeit und jetzt sind sie weg. Habt ihr sie denn schon angerufen? Ja, natürlich, sie gehen nicht an. Wir erreichen die nicht. Ich rufe noch mal an. Bitte machen Sie das. Aber jetzt mal im Ernst, Sie erzählen es mir bitte mal. Da muss ja irgendwas vorgefallen sein. Wie gesagt, ich war ganz normal mittags noch zu Hause. Ich musste dann weg. Was? Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen Mist gemacht. Was denn? Bitte, Süße. Ja, hau raus. Melde dich bei mir. Als du weggegangen bist, dann, ich habe mich wieder fürchterlich mit Manu gestritten und... Worum ging's denn? Ja, ich habe ihr gesagt, dass ich jetzt das Sagen im Haus habe und... Was? Dass sie da einfach gar nichts gegen machen kann und wenn sie das jetzt nicht akzeptiert, dann... dass sie dann Lisa auch nicht mehr sehen kann. Ich hätte es nicht sagen sollen, ich weiß... Nicht dein Ernst. Das haben sie nicht wirklich gesagt. Also ich konnte sie gerade nicht erreichen. Gar nichts, keine Nachricht, nichts. Doch, jetzt. Manu hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Hallo Mama, da wir uns nicht mehr sehen dürfen, hau ich mit Sina ab. Ich werde das jetzt alles alleine klären. Hab dich lieb, tschüss. Was? Oh. Was will sie? Oh das heißt, die ist abgehauen. Haben die ihnen irgendwas gesagt, nachdem sie diesen Streit hatten? Nein. Hat Sina ihnen was gesagt? Nein. Zu der haben sie doch einen ganz guten Draht, oder? Nein, hat sie nicht. Nichts? Ich habe keine Ahnung, wirklich. Was machen wir denn jetzt? Wir rufen jetzt die Polizei an. Kommen Sie. Jedes Jahr werden deutschlandweit rund 70.000 Kinder als vermisst gemeldet. In der Regel handelt es sich um Ausreißer wie Sina und Manu, die sich nicht gehört und verstanden fühlen. Ingo Lenzen nimmt kein Blatt vor den Mund. So, Fahndung ist draußen. Was heißt das, Fahndung?
hat. Es wird nach den Kindern gesucht, und zwar von der Polizei. Also da kann man mal ganz klar sehen, was Egoismus von Menschen bewerkstelligen kann. Und da habe ich null Verständnis für. Aber wirklich gar keines. Ja? Ihre Wünsche durchzusetzen, nach Stuttgart zu ziehen, damit die Kinder ihre Mutter, nämlich Lisa, nicht mehr sehen können. Moment. Wie jetzt Stuttgart? Ja? Sag doch auch mal was. Naja, wir haben noch mal drüber gesprochen. Also, du weißt doch, dass ich mich in Berlin überhaupt nicht wohlfühle. Und jetzt, wo wir ein Kind kriegen, da wäre es bei meiner Familie in Stuttgart viel schöner. Das war doch nicht konkret jetzt. Du weißt doch ganz genau, ich habe hier einen Job, die Kinder gehen hier zur Schule, die haben hier einen Lebensmittelpunkt. Das kannst du nicht einfach so über unseren Kopf entscheiden. Was ist denn das? Das ist doch Wahnsinn. Ja, aber vielleicht kannst du ja mal drüber nachdenken. Also, dann fangen Sie immer noch damit an. Also ehrlich. Es geht doch nur um Sie. Ihnen sind die Kinder furchtbar egal. Nur, Sie wollen nach Stuttgart, neues Kind und ich weiß nicht was nur alles. Und die beiden anderen sollen über die Klippe springen, ja? Ist das die Idee? Nein. Karin, ernsthaft. Das ist Wahnsinn. Sarah. Hi Ingo, ich habe hier gerade eine Mitarbeiterin vom Jugendamt dran. Dann stelle ich sie dir mal durch. Ja, bitte. Ich klick auf. Danke. Ja, hallo, guten Tag. Hier ist Frau Brede vom Jugendamt. Ich habe gerade hier Manu und Sina Schilling bei mir, die uns um Hilfe gebeten haben. Und die möchten nicht mehr nach Hause. Immerhin. Die wollen aber überhaupt nicht mehr mit den Erwachsenen reden, außer mit ihnen. Oh. Deswegen rufe ich sie an. Ich habe es verstanden. Ich beeile mich. Ich bin spätestens in einer halben Stunde bei Ihnen, okay? Ich danke, aber ja? Nicht vergessen, bitte, die Vollmacht. Ja, ist wichtig. Bring ich mit. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Na, bloß gut, dass die Kinder wieder da sind. So, ich brauche von Ihnen eine Vollmacht. Dafür, dass ich die Kinder da mit denen A sprechen darf und B vielleicht mitbringen darf. Kein Problem. Aber ich meine, also, was das jetzt bedeutet, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Das Jugendamt weiß jetzt davon, dass die Kinder nicht mehr glücklich sind zu Hause. Ja, wahrscheinlich haben die Kinder auch erzählt, dass sie verhindern, dass sie zur Mama dürfen. Und sie ist die Mama für die Kinder. So. Das bedeutet, das Jugendamt wird jetzt ein besonderes Auge auf Sie haben und auf die Familie. Hier, Herr Schilling. Ha? Wissen Sie, was das bedeuten kann für Sie? Dass man daran zweifelt, ob Sie überhaupt in der Lage sind, sorgerecht für die Kinder weiter auf. Ja, natürlich. Das heißt, die Kinder könnten Ihnen vielleicht sogar weggenommen werden. Wir kommen ins Heim, ja, natürlich. Oder zu einer Pflegefamilie. Das ist nun wirklich das Letzte, was wir alle drei wollen. Ja. Was machen wir denn jetzt? Wie können wir das verhindern? Ich werde da hinfahren und werde mit denen sprechen. Aber ich sage Ihnen eines. Wenn die Kinder sagen, dass sie nicht mehr nach Hause wollen, dann werde ich dem nicht entgegentreten. Merkst du jetzt, was das alles für Konsequenzen hat? Jetzt mal ehrlich. Also, ich kümmere mich darum. Nach Ingo Lenzens Gespräch mit Sina und Manu im Jugendamt stimmen die Schwestern einem Treffen mit ihrem Vater und ihrer Ziehmutter zu. Die Mitarbeiterin des Jugendamtes soll dabei feststellen, ob tatsächlich eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Also, Frau Brede, ich kann Ihnen eins versichern. Ich mache eine ganze Menge Verfahren, in denen das Kindeswohl eine Rolle spielt. Das scheint mir hier aber gar nicht so brisant zu sein. Ja, ich kenne die Probleme von Patchwork-Familien auch zuhauf. Dass ich jetzt mich bereit erklärt habe, mit den Eltern zu reden. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt zu allem Ja und Amen sagen werde. Ich habe eine Akte angelegt und ich werde den Fall prüfen. Ja, ja, klar. Aber jetzt sagt ihr doch mal was. Was sind denn gerade eure stärksten Wünsche? Mein Wunsch wäre, dass ich Lisa öfter sehen könnte. Und ich weiß, dass Karin sich in Papa verliebt hat. Aber andere Kinder, wo die Eltern getrennt sind, dürfen auch beide Elternteile sehen. Das möchtest du auch? Ja. Okay, und du? Also, ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir alle fünf eine coole Familie werden. Okay, das ist aber eine Ansage. Wisst ihr was? Ich verspreche euch, ich werde alles dafür tun, dass ihr wieder zur fünften glückliche Familie werden würdet. Aber ich muss jetzt Ihre Hoffnung ein wenig dämpfen, weil natürlich muss ich erst mit den Eltern gesprochen haben, bevor ich eine Entscheidung fällen kann. Wenn auf Dauer die Umgangsregeln zwischen getrennten Eltern sowie bei Familie Herzig-Schilling unklar sind, kann das Wohl der Kinder gefährdet sein. Jetzt hängt alles davon ab, ob das Ex-Paar an einem Strang zieht und im Sinne ihrer Töchter handelt. Guck mal da, gucken schon aus dem Fenster. Mama! Ah, toll, dass ihr wieder da seid. Was macht ihr denn für Sachen? Frau Sassen, das ist Frau Brede vom Jugendamt. Herr Schilling. Guten Tag. Guten Tag. Ich vorhin telefoniert habe. Ich glaube, es ist tatsächlich jetzt an der Zeit, dass wir uns mal über eine vernünftige Umgangsregelung unterhalten. Sehr gerne. Das ist ja das, was Sie erwarten.
Ja. Ja, also es tut mir auch wirklich leid, was passiert ist. Und auch Lisa, tut mir echt leid. Ich habe das aus dem Blick verloren, wie wichtig du für die Kids und auch für uns bist. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ist hier, Sie sehen das, wollen alle nur das Beste für die Mädels. Ja, es tut mir vor allem wirklich unheimlich leid, weil ich habe einfach unterschätzt, wie wichtig Lisa für die Kinder ist. Das ja, ich stimme Ihnen absolut zu. Die Umgangsregeln sind sehr wichtig. Da muss ich noch mal drauf hinweisen, weil wir wollen natürlich, dass es den Kindern gut geht. Ja. So, und deshalb werden wir natürlich für euch beide eine wunderbare Umgangsregelung schaffen, die wir natürlich absprechen. Ich werde die schriftlich fixieren und Sie bekommen die dann von mir zugeschickt. Ist das für euch auch okay so? Ja. Schön. Sehr gut. Es bedarf dringend einer Reform des Familienrechts in Deutschland, bei der sozialen Eltern aufgrund der kontinuierlich steigenden Zahl von Stief-, Patchwork- oder Regenbogenfamilien mehr Rechte zugesprochen werden.